Hallo und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und guten Tag, meine Damen und Herren. Auf dem Grüßen auf dem Kanal Roito Basida begrüße ich Sie recht herzlich. Das ist hier kein Videokonsumkanal, das ist ein Lernkanal. Und zwar das heißt, dass ich lerne auf diesem Kanal, nicht Sie. Ich dokumentiere und lasse Sie daran teilhaben, aber das heißt nicht, dass Sie diesen Kanal so leicht konsumieren können, wie man so bequem TV konsumiert, sondern wenn Sie daran partizipieren wollen, dann müssen Sie schon mitarbeiten, mitbeobachten und sehen, was macht der Mann da und mache ich das auch. Und so, Sie müssen eine Beziehung quasi zwischen diesem Video und sich selber herstellen und sehen, was macht der, mache ich das auch und ist das für mich oder nicht. Also sich bequem zurücksetzen, zurücklehnen im Sessel und dann mich anschauen, das wird für Sie kein Gewinn bringen. Also keine süffige Videokonsumierei geben, sondern das sieht hier in der Arbeit aus. Okay, so viel mal zur Warnung von vornherein, damit Sie entscheiden können, ob Sie jetzt abschalten oder nicht. Okay. Also Freunde werde ich natürlich auf diese Weise nicht bekommen und Abonnenten auch nicht. Aber das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich mich entwickle und dass ich lerne. Auch in meinem Alter jetzt noch. Und das ist vielleicht auch das Besondere daran. Gut, kommen wir zum Thema. Ich werde 5000 Themen heute bringen, wie jeden Tag. Also erstens geht es um Anläufe, zweitens geht es um Gesundheit, drittens um Ernährung, viertens um Lektüre und fünftens um Medien, Konsum, TV, Fernseh, Serien, Streaming und so weiter. Gut, kommen wir zu eins. Sind wir online. Also gestern habe ich 6 Videos gemacht. Ein Gaming-Video, also ein Wortspiel-Video, in dem ich also mich und lerne dann da Worte zusammenzusetzen und dem eigenen Verfall quasi auch entgegenzuwirken, damit sozusagen eine Prophylaxe, eine Gehirnprophylaxe, eine Art Gehirnjogging. Ob das für Sie was ist, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Mir macht das im Moment Freude und deswegen mache ich das. Ja, zweites Video ist natürlich auch, ich mache jeden Tag ein Sitzwort, so wie dieses hier. Und in diesem Sesselwort reflektiere ich über den vorherigen Tag und was da so anliegt. Auch immer so in 5 Hauptpunkten und eigentlich auch immer so mehr oder weniger dasselbe. Ja, also wie gesagt, 6 Videos, 2 Bewegungsvideos, 2 Essensvideos, ein Lava-Video und ein Spiel. Und diese 6 Videos gestern, die habe ich alle mit Vegas Pro 14 gemacht, meinem neuen Videoschnittprogramm. Und das hat gedauert, damit habe ich bis heute Morgen um 5 Uhr ungefähr dran gesessen, um das alles zu konvertieren und umzuwandeln. Weil ich bin im Moment dann noch ungeübt und dann habe ich gestern versucht, da viele Filter anzuwenden und auszuprobieren. Vegas Pro hat ja auch sehr viele FX-Filter und die habe ich dann so auf die einzelnen Szenen angewandt, um überhaupt erstmal eine Vorstellung davon zu bekommen, was man mit dem Programm machen kann. Es geht nicht jetzt irgendwas zu zeigen, es war zu erklären. Es geht darum, um mir selber klar zu werden, was kann ich mit diesem Programm überhaupt machen. Deswegen habe ich also meine langen Filmreihen, die ich hier so mache, meine Müsli-Videos, meine Bewegungsvideos, die zerschneide ich so in kleine Stücke, also ich teile den Film in 10 oder 20 Teile und dann schmeiße ich in jeden Teil einen Filter drauf und unterlege eine Musik drauf, versehe das Ganze mit einem Titel und fertig ist der Müll, der Videomüll.
Und dann schaue ich mir jetzt an, zu sehen, was daraus geworden ist. Und ja, meistens ist natürlich nichts daraus geworden, aber ich lerne natürlich auch darüber, dass da doch schon sehr bizarre visuelle Effekte gibt, die ich anwenden kann, was jetzt die Aussage da hinter ist. Der Mann ist noch müde. Also wir haben 17 Uhr hier und ich bin noch müde oder schon wieder müde. Okay, also das war das Thema OnLive. Bei diesen 6 Videos bin ich ja also gestern auf 36 Stück gekommen im August. Und ja, heute werde ich mindestens 4 machen oder 5, mal sehen. Okay, gut, 2 habe ich jetzt schon. Das ist hier das zweite Video. Ein Smoothie-Video habe ich heute schon wieder gemacht. Wie ich jeden Tag ein Smoothie-Video mache, ich mache jeden Tag so dieselben Videos. Und indem ich die dann bearbeite, bilde ich mir Routine heraus, Arbeitsroutinen, probiere dies und jenes aus, mit Tonen, mit Ton und mit Kameras und so weiter, mit Filtern, mit Schneideprogrammen. Also momentan, um mal eine kleine Bilanz zu ziehen, momentan arbeite ich also mit mehreren Kameras. Ich habe hier eine kleine China-Kamera, mit der ich gerade aufnehme. Und der Ton kommt über ein Lavalier-Mikrofon. Ich sitze hier ich habe das Fensterlicht im Rücken und die Hauptbeleuchtung kommt von vorne in Form einer Fotolampe, die in der Deckenbeleuchtung hängt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt optimal ausgeleuchtet ist, aber ich denke, es reicht, es geht so. Ja, dann mache ich noch Kameras, dann mache ich noch Videos mit meiner EOS. Das ist meine beste Kamera. Aber der Nachteil ist, die produziert natürlich auch sehr umfangreiche, große Videos. Und das Video, das ich momentan aufnehme, wenn ich das mit der EOS mache, dann hat das ungefähr den dreifachen Umfang. Und das dauert dann natürlich auch alles die dreifache Zeit der Bearbeitung und so weiter. Und da ich jetzt schon am Limit bin, von der Kapazität her, verwende ich die im Moment weniger. Ja. Also wie gesagt, das war die zweite Kamera. Dann habe ich noch eine Action Cam. Mit der Action Cam mache ich nämlich auch jeden Tag auf. Meine Bewegungsvideos und meine Essensvideos, die nehme ich mit der Action Cam auf. Ich nehme meistens auch als Full HD auf, also in 1080p und konvertiere das auch in 1080p. Ja, wozu mache ich das Ganze hier? Ich sagte schon, es ist ein Lernkanal. Und im Lernkanal geht es darum, möglichst viele Videos in kürzer Zeit zu machen. Ich bin jetzt seit 18 Monaten auf YouTube und in diesen 18 Monaten habe ich 3000 Videos gemacht, also mehr als 3000, ich liege schon dick drüber. Und das Ziel ist einfach durch die Quantität hier eine Routine zu bekommen, mir eine Erfahrung zu bilden, möglichst viel mich mit dem Programm und mit den Möglichkeiten hier auseinanderzusetzen, um auf diese Weise zu lernen, wie das Ganze geht und wie man das machen muss, wie man schöne Filme macht und vielleicht dadurch auch zu lernen, besser und kompetenter fernzusehen, besser und kompetenter Filme zu betrachten und das überhaupt wertzuschätzen, was andere Leute da so machen, weil ich bin sonst auch ein Konsument von TV und Filmen und Videos und von daher weiß ich das oft gar nicht zu schätzen. Da kommt so eine große Komplexität auf mich zu, dass ich das gar nicht alles wahrnehmen kann in Details. Und ja, deswegen ist das so eine gewisse Oberflächlichkeit. Im Sehen und
ich verspreche mir jetzt, dass ich durch meine eigene Videoarbeit da auch besser selber durchblicke. Und teilweise ist das auch schon der Fall. Also die Übergänge im Film, die betrachte ich immer noch nicht. Aber mir ist schon klar, dass ich eigentlich Filme sehen oder was immer auch mehrfach sehen muss, um überhaupt durchzusteigen hinter die Handlung, hinter die Charaktere und so. Dazu muss man einen Film mehr und mehr und mehr als schauen. Was mir auffällt neuerdings ist so der Vorspann. Also wie fängt ein Film an? Und da achte ich jetzt verstärkt drauf. Also bei den Kameras war ich, Action-Kamera das letzte und da gibt es natürlich noch Videokameras, zwei Stück, die benutze ich auch hin und wieder. Und dann gibt es auch noch Aufnahmen mit meinem Tablet. Das heißt Tablet-Videos. Also das ist sozusagen die Bandbreite an Möglichkeiten der fotografischen Aufnahme, die ich habe momentan und die ich praktiziere. Ja. Ja, das soll mal für das Thema Online für heute genug sein, sonst wird das Ganze hier wieder zu lang. Zweiter Punkt, Gesundheit Beine. Ja, gehen heute. Schmerzlevel sage ich mal so 1-2. Und ich habe ja gestern auch wieder Laufbandtraining gemacht und ein bisschen Ergometer. Das ist gut für die Beine und kräftig auch die Beine und sie werden besser. Ja, Thema Nummer 3 ist mein Smoothie, meine Ernährungsumstellung. Ich habe also, wo ich schon vor 2-3 Jahren angefangen, hier auf vegane Ernährung umzustellen. Das bekommt mir ganz gut. Und in diesem Jahr habe ich jetzt also noch zusätzlich die fettarme Ernährung dazu genommen, also vegan und fettarm. Und außerdem esse ich auch überwiegend roh. Also das heißt, ein rohes Smoothie, ein rohes Müsli. Ich esse mit 3 Mahlzeiten am Tag und abends meistens noch irgendwas Warmes, vielleicht ein Salat oder Nudeln. Gestern habe ich mal wieder Nudeln gemacht. Das wechselt dann immer Nudeln, Kartoffeln, Reis, je nachdem, was gerade anliegt. Ja, das Gewicht ist dadurch nicht bisher großartig heruntergegangen. Also erst ja, aber als ich umgestellt habe auf vegan, da hatte ich einen großen Erfolg und dann habe ich den aber selber wieder zunichte gemacht, indem ich zu viel Fett gegessen habe. Und jetzt versuche ich das Fett wieder loszuwerden und das klappt nicht so richtig. Deswegen habe ich jetzt auf fettarme Ernährung gestellt, aber ja, der Erfolg bleibt immer halt auch da aus. Aber ich halte mal wieder dabei. Ich glaube, das ist das Richtige, das Gesündeste und deswegen bleibe ich dabei. Ja, also ich mache jetzt noch einen kleinen Abstecher, einen kleinen Vorausblick. Gestern Abend war also zum Thema 5 Medien, TV, Zeitgeschehen. Gestern in den Nachrichten brachten sie eigentlich eine positive Meldung. Da wurde berichtet, dass man jetzt das Fleisch anders besteuern möchte. Das Fleisch quasi herausnehmen aus der günstigen Besteuerung und möchte dann Fleisch vielleicht zukünftig mit dem Firmenmehrwertsteuersatz besteuern, um auf diese Weise den Fleischkonsum zu drosseln, weil was wurde als Begründung angeführt? Also um das Tierwohl zu verbessern, hat man gesagt. Also ich glaube, da hat man auch was missverstanden. Es geht nicht nur um Tierwohl und das hat mich gestern auch gestört, dass das in den Nachrichten quasi nicht über CO2 ging, über die CO2-Produktion von Rindern und so. Da wurde kein Wort drüber verloren. Stattdessen wurde dann erzählt, ja, es geht um das Tierwohl. Und wir sollen also das Fleisch teurer machen, damit wir mehr Geld für Tierwohl haben. Das ist, denke ich mal, wieder so eine Sommerschnapsidee.
Sommerzeit ist immer so relativ arm an Anmeldungen und da haben sich halt die SPD gedacht, ja, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen punkten und bringen mal irgendwie eine Schnapsidee raus und kommen dann damit. Und dabei ist das dann noch nicht mal abgestimmt, sondern innerhalb der SPD ist man da uneinig. Und ich glaube auch nicht, dass es was wird. Ja. Aber die Frage ist, warum hat man denn die CO2-Problematik, die doch gerade damit zusammenhängt, warum hat man die gestern weggelassen bei der Argumentation und sich da quasi auf Tierwohl konzentriert? Dagegen kam im nächsten Beitrag über Brasilien und die Wälder, da wurde die CO2-Problematik wieder thematisiert und zusammen hergestellt, dass also nicht wir das CO2 produzieren, sondern die Brasilianer, weil die den Regenwald da abholzen und deshalb müssen wir quasi ist unsere Bilanz dann nachher und unsere Anstrengung überflüssig, weil wenn da kein Wald mehr da ist, dann steigt der CO2-Gehalt sowieso. Ja, also da ist das irgendwie nicht schlüssig argumentiert worden. Der eine Teil der Nachrichtensendung widersprach dem anderen. Ja gut, okay, jetzt kommen wir zurück zu 2. Ich war gerade bei Ernährungsumstellung und ich habe umgestellt aus gesundheitlichen Gründen und jetzt kommen wir zu Thema 4, Lektüre. Ich stehe ja gerade bei von Harald Welzer in dem Band Selbstdenken. Und da bin ich jetzt bei Seite so, wo bin ich? Bei 240, 50, 60, bei 71%, glaube ich ungefähr. Also, jetzt kam gestern, da habe ich 2 oder 3 Kapitel gelesen. Und das war meiner Sicht für mich gesehen die entscheidenden Kapitel. Und das erste entscheidende Kapitel hieß, sich selbst ernst nehmen. Das zweite ging es dann um Politik und Geschichte und das dritte, glaube ich, auch so ähnlich. Ja, und in diesem Kapitel geht es, in diesem Abschnitt oder in diesen 3 Abschnitten geht es also darum, wirklich jetzt selbst zu denken und warum wir eigentlich nicht selbst denken, sondern nur das Nachdenken, was andere vordenken. Wenn überhaupt. Ja, also im ersten Teil wird dann ausgeführt, Welzer führt dann aus, wie er selber quasi hereingefallen ist auf bestimmte Maschen und Tricks und da gar nicht zum selber Denken kommt. Und das, obwohl er jetzt, wie nennt er das, zertifizierte Reflexionsleistung, weil er quasi als Akademiker für seine Reflexionsleistung zertifiziert ist und trotzdem ist ihm das passiert. Also er nennt dann so als Beispiel jetzt die Mikrokredite, die uns ja eingeredet werden, als das gute Werk und dass dabei unberücksichtigt bleibt, dass die Leute natürlich in eine Verschuldungsspirale geraten und dadurch noch schlimmer dran sind wie vorher. Und er redet von den Grenzzonen, die eigentlich nur halbherzig den Zustrom aufhalten sollen, halbherzig, weil die Leute trotzdem ins Land strömen und das sei auch erwünscht, meinte, weil die Wirtschaft halt auch preiswerte billiger Arbeitnehmer braucht,
die die Arbeit macht, die sonst gerne machen will. Ja. Ja, und dann geht es im zweiten Kapitel um die Komplexität. Das heißt, dass er oft dann quasi auch am Selberdenken gehindert wird, weil dann behauptet wird, das sei zu komplex. Und deswegen werden wir auch alle daran gehindert, weil wir quasi, weil das alles zu komplex ist und auch dann zu voll und zu bequem sind, uns damit auseinanderzusetzen. Das sei sozusagen auch der Nachteil dieser ganzen Fremdversorgung. Die Fremdversorgung prangert er auch an und sagt, dass wir dadurch gar nicht mehr wissen, wo die Produkte herkommen, wer sie hergestellt hat, was die Ursachen und Probleme sind bei den Produkten. Wir kennen das gar nicht, wir sehen nur noch im Supermarkt und kaufen dann dies und das. Und von der Geschichte des Produktes und im Kontext der Entstehung wissen wir überhaupt nichts und sehen davon ab. Und dadurch können wir jetzt auch gar nicht mehr darauf kritisch reagieren und vielleicht unsere Entscheidung davon abhängig machen, es zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ja, und wenn wir uns näher damit beschäftigen, dann wird das Ganze natürlich komplexer. Und dann spricht er von der moralischen Fantasie. Und dann wird es doch wieder anstrengend. Er plädiert also dafür, dass man der Bequemlichkeit aus dem Weg geht. Auch der Bequemlichkeit der intellektuellen Selbst, der intellektuellen Fremdversorgung und dafür eine intellektuelle Selbstversorgung betreiben soll, um auf diese Weise zum Denken zu kommen. Denken, Selbstdenken hat heute halt, das führt dann auch aus. Anders als bei Kant geht es heute nicht mehr darum, den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu finden oder heute vielleicht auch, aber auf eine andere Weise, als das bei Kant der Fall war. Heute meint er, liegt es daran, dass uns die Unterscheidbarkeit abhanden kommt. Wir geben einen Begriff ein, suchen einen Begriff und dann bekommen wir tausende Müllantworten präsentiert und dann greifen wir auf die erstbesten zurück und ja, um die dann für uns erschließen zu können, müssen wir also ein bisschen mehr achten auf die Details und der Anstrengung nicht aus dem Weg gehen. Ja, und damit ist er dann auch gleich bei Internet und so weiter und der intellektuellen Selbstversorgung und der Fremdversorgung stellt die gegenüber. Und auch die Frage ist, wie wir damit umgehen sollen, mit Internet und so weiter, mit Talkshows, dass auch die Talkshows einen in die Irre führen, dass man also dort so Standpunkte bekommt, die so gegeneinander gestellt wird, ohne jetzt eine Gewichtung vorzunehmen, was jetzt wichtiger ist und was jetzt weniger wichtig ist. Und damit quasi für die zur Relativierung beitragen. Ja, das waren jetzt nur kleine Ausschnitte aus dem, was ich da aufgenommen habe, aber diese Kapitel scheinen mir jetzt die wesentlichen zu sein in dem ganzen Buch, weil sie auch auf den Titel zurückführen.
Ja, also das entscheidende Kapitel, sich selbst ernst nehmen, und dann geht es um Politik und Geschichte und dann um Internet und so weiter. Jetzt kommt das Kapitel über Vorbilder. Das ist das nächste Kapitel, das ich jetzt lesen werde. Und schauen wir mal, was da kommt. Okay, das war jetzt das Thema Lektüre. Ja, Thema Nummer 5, TV, Medien, Zeitgeschehen, habe ich schon angesprochen. Von gestern, was gestern war, was ich gestern noch, was ich behalten habe von gestern. Und heute müssen wir mal sehen, was kommt. Und außerdem habe ich gestern die eine Serie zu Ende gesehen, also da How to Get Away with Murder. Die fand ich sehr amüsant und interessant. Und heute kommt also, und dann begann ich gestern schon. Mit dem nächsten Serienmarathon. Diese neue Serie heißt House of Cards. Das ist eine Politikersendung oder eine Komödie sozusagen über den politischen Betrieb in Amerika. Und damit habe ich gestern angefangen. Das sind 6 Staffeln und jede Staffel, ich weiß nicht, hat mindestens 10 bis 15 Einheiten. Also das ist ein Programm für Wochen. Da habe ich gestern also mehrere Beiträge gesehen von, und ja, ich fand die auch nicht gerade spannend, aber doch auch irgendwie witzig, amüsant. Ja, okay, Leute, soweit von hier, also über mein Lernen, über meine Auseinandersetzung, über mein Filmwerk und so weiter. Also auch in diesem Film werde ich wieder diesen Film zerschneiden. Da werden wieder so Videoeffekte drüber gelegt, drunter gelegt, Musik unterlegt und so weiter. Wahllos, teilweise willkürlich, was mir gerade so einfällt. Glitzereffekt, Glimmereffekt und so weiter, Verdunklung und Verhellung und so. Ja, um mich auf diese Weise auch vertraut zu machen und überhaupt erstmal zu sehen, was ich mit diesen Filtern machen kann. Ich muss jetzt auch mal sehen, dass ich da in den Hilfebüchern da mal nachschaue, was da steht über Filter und was das alles heißt. Da gibt es OFX-Filter und dann wohl auch andere. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Urhebersache aussieht bei Filtern, wem die Filter gehört hat. Also ob diese Filter jetzt alle frei sind oder ob ich die verwenden darf oder ob ich dafür nochmal extra Geld bezahlen muss, ob da nochmal Werbung dabei ist, weiß ich so genau nicht. Also es gibt da einige Filter, die sind nicht offen, und andere Filter, die gehören zum Programm, und da gibt es wieder Filter, die sind, glaube ich, von Fremdfirmen oder so. Die darf ich mir dann mal anschauen und verwenden, aber quasi nur das Ganze im Keller zeigen oder so. Da blicke ich noch nicht so ganz durch, wem jetzt welcher Filter gehört. Ja, dann habe ich gestern auch gesehen, dass man VSC da integrieren kann bei den Plugins. Und ja, das kann ich auch mal ausprobieren. Also das ist ein sehr komplexes Programm, dieses Vegas Pro. Das ist ein Programm, das mich hier längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Und ich bin da lange nicht durch. Ich stehe gerade mal am Anfang. Das Programm ist jetzt hier 2 Wochen hier. Und ich habe jetzt zwar schon 20, 30, 40 Filme damit gemacht, aber ich bin da lange nicht über den Berg. Okay, Leute, das war's von mir, von meinem Lernen, von meinem Reflektieren und so weiter. Und ich sag mal, tschüss, machen Sie es gut.